Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, sind wir hier beim Düngen, machen wir auch schick schön weiter. Und let's go. So, einmal rum hier. Sollte so passen. Da haben wir noch drin, halb voll, also ein bisschen noch, aber 40%, sagen wir so. Also in der Kurze hier unten immer ein bisschen auf, darum halb voll. Haben wir gelernt, Optimist zu sein. So rum. Mal gucken, ob das so passt, wie ich mir das denke, oder eher nicht. Okay, zählt als gedüngt, obwohl die Ecke bleibt, aber egal. Egal, sprach Karl. Ist noch die Ecke da oben. Und ready for take-off. So. Abfahrt. War letzte Wiese, oder? Guck jetzt mal. Mal. Mal gucken. Position ist hier. Stickstoff. Ne, ich habe hier unten noch. Bin ich erst da hochgefahren? Ah, ich bin gleich, ich will es nicht mehr. Wo es jetzt jeden Tag her ist. Ich mache das mal ganz anders. Den Cutter in Marker. Feld 17. Feld suchen. Feld 17 besuchen. Ne, da war ich wirklich noch nicht. Okay. Dann haut das alles hin. Da waren wir wirklich noch nie. Bin ich erst da hochgefahren. Kann man auch mal machen. Upsala. Ich überlege gerade, ob ich Dinger voll hole, weil das brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Also ich mache schon jetzt Dinger voll. Und dann bringe ich die letzten beiden Felder. Und dann sterben wir wieder ab. Wo kommen wir hier raus?
Das ist doch Viehhandel. Was ist denn hier rum? Landmaschinenhändler. Und wir müssen hier rein. Upsala. So. Let's go. Auf geht's im Feld. Eigentlich reicht noch mehr zu viel verbrauchen. Den Dünger habe ich ja eben nur mehr oder weniger für den Rasen. Oder für Wiese. Das sogenannte Grünland. So 16:01 Uhr. Könnten dann eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt, und den Schlafplatz gehen. Was habe ich überlegen oder ob ich noch nicht. Ich guck da mal unten, ob die Silage, die draußen liegt, fertig gegärt ist. Dann geht die nämlich schon mal hoch in die BGA. Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Hier haben wir die erste. So, nächste Wiese düngen. Das wäre genial, wenn das in Precision Farming, das Precision Farming in der Bild GPS-Karte angezeigt werden wird, aber das geht gar nicht. Oder es wäre schon möglich, aber mit enormem Skriptaufwand, wo die Sache wahrscheinlich auch nicht mal lohnen würde.
Ich bin ja schon mal froh, dass das Wildschiebers überhaupt da ist, wo es ist, dass ich es nutzen darf, weil es der Modder veröffentlicht hat. Es gibt so viele Sachen, die nur im Leakdisk gezeigt werden, die aber nie öffentlich sind. Zudeli. Hier brauchst man hier auch nicht Gummi, dass wir das Feld fertig kriegen, so schnell wie möglich. Und dann geht's. Das nächste, und da müssen wir gucken, was wir dann machen, ob ich dann erstmal Silage dort hoch eine Runde fahre oder nicht. Entscheide ich aber dann eher ganz spontan. Und dann wieder fort. Haben wir den Rest vom Schützenfest noch eine Wiese. Der Grad ist so schnell da, dass es gedüngt anzeigt. Okay. Können wir nur sparen. Er sagt, es ist genügend. Wenn er sagt, es ist genügend, dann ist genügend. Jo. Auf jeden Fall dann erstmal das Ding waschen. Grauenhaft aus. Und hier das Gewicht umhängen. Zeit vor, ich glaube ich noch wenig richtig mit Safety Bumper. Upsala. Haben wir einen Besucher angeflogen bei mir. Nennt sich Katze. Runter. Man sieht, ein Besucher will eine andere Perspektive. Aber das war für mich eine ineffektive Perspektive, muss ich sagen. Ich habe gar nichts gesehen. Das ist immer schwierig mit Lenken. Ich muss über die Katze greifen, das muss jetzt sitzen.
Darum möge mir man verzeihen, dass ich nicht irgendwelche Schuss zu dem fahre. Ich werde gerade belagert. Schief geeiert, aber was willst du machen? Fast geschafft. Bin ja begeistert. Was haben wir drin? War glaube ich die richtige Entscheidung, erst oben zu machen, dann nachzufinden, dann unten zu machen. Und wir haben es geschafft. So. Und jetzt muss ich sagen, wir haben noch den einfachsten vollen Tank. Und Dünger. Das Spiel ist ein bisschen schwierig. Weil die Katze meint, sie muss mich ein bisschen einschränken. Meine Maushand dezent eingeschränkt. Liegt die Folie der Katze drauf. Ach, so ist sie manchmal. Ich will jetzt knuffeln und da muss ich jetzt damit klarkommen. Ob es mir gerade passt oder nicht. So, das war langsam. Es wird doch wieder dick schön.
So, wir sind aber auch schon mittlerweile wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.